Ein Video zu Plastik. Und diesmal habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Soll nur ein kurzes Video werden. Ich habe mich jetzt auch nur eine halbe Stunde, 15 Minuten oder so informiert. Habe vorher schon Dokumentationen gesehen und sowas, aber um das zu erfrischen. Und zwar das Problem an Plastik. Es gibt mehrere Probleme erstmal. Zwei Grundprobleme sind die Weichmacher, die Phthalate in Plastik und zum Beispiel Bisphenol A. Es gibt auch noch mehrere, glaube ich, mehrere Stoffe, die in manchen Plastikarten enthalten sind, die toxisch sind. Und laut den meisten Quellen und auch Studien, die ich angeschaut habe, verweiblichen Weichmacher männliche Individuen, weil es ähnlich wie Östrogen wirkt und Bisphenol A, also BPA, steht in starkem Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit. Wenn man sich dann halt Plastik anschafft, sollte man achten, dass es halt frei von Weichmachern und BPA ist. Das ist eine Möglichkeit. Das zweite Problem mit Plastik ist natürlich, dass vieles nur auf einem Weg benutzt wird und dann weggeschmissen wird, was natürlich im Endeffekt die Weltmeere extrem verseucht und dann auch wieder in den Nahrungskreislauf kommt. Jetzt nicht unbedingt bei Veganern und Vegetariern. Aber das kommt im Endeffekt sowieso alles wieder auf uns zurück, würde ich mal behaupten. Und selbst bei BPA-freien und weichmacherfreiem Plastik bin ich skeptisch, gesundheitlich gesehen, weil durch mechanische Bewegung und auch durch Hitze lösen sich einzelne Plastikteile und ich will auch kein BPA- und weichmacherfreies Plastik in meinem Blutkreislauf haben, ehrlich gesagt. Das löst sich wirklich durch mechanische Arbeit und durch Hitze. Und die Lösung. Meine spontane Überlegung ist, erstmal allgemein viel weniger zu konsumieren. Dann wird das Plastik automatisch auch abnehmen. Das ist auch allgemein, finde ich, ein wichtiger Schritt, dass man nichts Unnötiges kauft. Und wenn man halt was kauft, was man meint, dass man gerade braucht, dass man sich das dann gebraucht kauft. Und dann nicht die neue Produktion stimuliert von Plastik zum Beispiel, aber auch allgemeinen Konsum. Ein bisschen übergreifend. Aber wenn man halt Gebrauchtes erholt, dann ist das nicht ganz so schlimm, weil es ja eh schon da ist. Insofern, jetzt grob gesprochen. Ja, man kann natürlich darauf achten, sollte man darauf achten, Lebensmittel möglich ohne Umverpackung zu beziehen. Es gibt halt zum Beispiel die Möglichkeit, frisches Gemüse zu beziehen, zu kaufen, auch im Supermarkt, statt Tiefkühlware mit Plastikverpackung. Und es gibt natürlich auch beim Obst die Auswahl, jetzt eine Wassermelone oder so zu holen oder andere Melone, Mango oder irgendwas und die verpackten Sachen wegzulassen und eher auf Wochenmärkten zu kaufen oder in türkischen Läden oder in Bioläden, wo die meistens dann ohne Verpackung angeboten werden. Also ich habe es zum Beispiel letztens beim Aldi auch gemacht, dass ich Sachen in Plastik gekauft habe. Das mit den Bieren werde ich nicht mehr machen, weil vier kleine Bierchen in so einer Plastikverpackung, das kann ich nicht mehr vertreten. Und die Erdbeeren auch nicht. Ich habe das mal gemacht zum Ausprobieren, weil ich nach meiner Pestizidliste eingekauft habe. Aber eigentlich war es trotzdem scheiße. Insgesamt war halt auch ein Noteinkauf, weil meine Bananen nicht reif waren, aber dann hätte ich besser nur Wassermelonen gekauft. Okay, die hätten nicht mehr Rucksack gepasst. Aber trotzdem. Auf jeden Fall, man kann halt in türkischen Läden kaufen, allgemein in ethnischen Läden, russische Läden, die haben auch viel Obst zum Beispiel, Wochenmärkte und Bioläden und man kann dann auch halt Verpackungen verwenden, nicht Verpackungen, Tüten verwenden, die man schon hat, dass man die halt wieder benutzt. Dann auch Plastiktüten, Stofftüten benutzt allgemein oder zur Not. Dass man die halt alles wieder benutzt und nicht wegschmeißt, sondern halt irgendwas Neues benutzt. Und damit dann auch zu diesen Läden geht und die dann da einpacken lässt, damit man keine neuen bekommt. Zum Beispiel im türkischen Laden kriegt man immer drei Tüten oder sowas dazu. Dann kann man die einfach wieder mitverwenden.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine grüne Abokiste zu nicht zu bestellen, sondern sein Essen darüber zu bestellen. Das ist nämlich auch genau der Sinn oder ein Teilsinn der grünen Abokiste, dass da halt alles in die Kiste reingepackt wird an Gemüse und Obst und man keine Verpackung mehr braucht. Ja, und letzte Sache, die ich immer noch am besten finde, ist Containern, weil dann stimuliert man eigentlich gar keine Neuproduktion von irgendwas, auch grob vereinfacht gesprochen. Aber letzten Endes, da holt man ja nur aus dem Müll, was eh schon im Müll ist, und wenn man es danach wieder in den Müll tut, ist ja kein Unterschied. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, Verpackung aus Protest im Supermarkt zu lassen. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee und Aktion. Mache ich selber aber nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das so viel bringen würde. Dann gibt es noch die Möglichkeit von natürlichen Kunststoffen, aber das hat sich natürlich immer noch nicht durchgesetzt. Von dem, was ich hier gesehen habe in den Dokus, ist das eigentlich eine ziemlich geile Alternative, die auch gar nicht so teuer ist. Ich glaube, ich habe sogar bei manchen Quellen gelesen, dass das günstiger ist. Deswegen wundere ich mich da schon sehr stark, dass das immer noch nicht im Kommen ist. Leider, das besteht dann nur so aus Maisstärke oder Kartoffelstärke. Ist letztendlich auch nicht das Gelbe von Ei, würde ich sagen, aber natürlich besser als Plastik, welches sich nach 1000 Jahren oder was weiß ich immer noch nicht abbaut und festsetzt und hochtoxisch ist. Während die Stärke sich dann innerhalb von, weiß ich nicht, einer Woche oder 2 Wochen oder ein paar Monaten, ich weiß nicht, wie die es ausgelegt haben, sich einfach zersetzt. Ja, das war das dazu, was ich zu Plastik zu sagen habe. Alles klar, bis dann. Ein krasser Nachtrag, und zwar, wie fange ich da an? Die meisten Weichmacher werden entweder in China hergestellt oder in Sibirien, in Russland, in der Stadt Perm. Das ist mir nämlich noch hängen geblieben von irgendeiner Doku, das habe ich gerade nochmal recherchiert. Und in der Stadt Perm sind 50% aller Paare unfruchtbar. Also ich sehe da schon einen kleinen Zusammenhang zu den Weichmachern. Das war die kleine Ergänzung.